Kartoffelbrei und lecker Würstchen. Das ist doch toll. Das ist ja sehr geil. Wenn du ihn trainiert hast, kann ja nicht schief gehen. Behaupte ich mal ganz frech. Oder vielleicht gerade dann kann was schief gehen. Jetzt 31 Tage, Chat. 31 Tage. Gerade eben. 31 Tage und 7, 8, 9 Sekunden ist der Stream am Start. Am Stück. Wir haben es erreicht hier. 31. Gestern 30 Tage Party. Heute einfach nur 31 wahrnehmen und fertig. Gerade eben hingeschaut. Dankeschön, Fuwa. Dankeschön, Mistai. So. Sehr geil. Muss noch mal ein bisschen Handcreme drauf tun. Nicht, dass man wieder die ganze Scheiße hier aufreißt. Unangenehm. Letztens schon aufgerissen, einfach so. Einfach geblutet hier. Einfach geblutet. Fertig. Erstmal Handcreme auftragen. Ich habe Creme da und ich habe Taschentücher. Beste Leben, oder? Dankeschön, Herr GZ. Ist nicht geplant, doch kann noch keine Ahnung, wie lange es noch läuft. Ich mache einfach mal. Mal schauen. Was das Real Life sagt, was im Real Life passiert, kann immer Sachen und Dinge passieren, heute oder morgen. Einige komische Nachrichten noch reingekommen die letzten Tage. Mal gucken. So, Hauptsache nur oben. Also. Hauptsache unten keine Creme, nur oben. Auf dem Handrücken, Entschuldigung. So, scheiße, aber so seitlich habe ich ein bisschen was abbekommen. Verdammt. So, ich habe glaube ich, Boss. Ich habe keine Ahnung, ob wir das so hinkriegen. Moin, Jeroka. Was geht? Ja, gestern zum 30-Jährigen hier. Gestern 30 Jahre Party gehabt, also 30 Tage Party gehabt hier. Gab's Geschenke, wurden Saps rausgehauen. Ich hab auch ein paar Rätsel gemacht, hat auch Saps rausgehauen. War das Einzige, was ich euch geben kann, ohne in Trouble zu kommen. Oh, ich glaube nicht, dass ich den schaffe. Ah, bin ich noch ein bisschen zu klein? Alter, nimmt ja gar keinen Schaden. Hast du selbst gemacht, okay. Lol, echt? Ohne Scheiß? Ehre hier, dass du einen Account gemacht hast hier extra deswegen. Alter, was ist das für eine Range bei dem? Boah. Das ist mein Bladestorm, ey. Nicht meiner. Axel, moin, was geht? Hey, ich hau raus, was geht. 7 Stacks und voll drauf. Sogar hier mit Rüstung zerreißen. Ich krieg kein Damage auf den Boss. Stacks aufbauen. Mit Spotten auch 20% mehr Angriffstempo. Rüstung zerreißen, 10% mehr Angriffsschaden. Also mehr Schaden von ihm. 7 Stacks. Voll drauf. Krieg keinen Schaden auf den Boss. Einfach keinen Schaden auf den Boss. Da kommt nichts rum. Vielleicht nochmal neue 7 Stacks aufbauen. Rüstung zerreißen drauf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Spotten voll drauf. More Damage kann ich nicht machen. Das Stun kann ich ihn halt nicht. Krieg keinen Schaden auf den Boss. Alter, diese Fläche ist so lang. So groß. Ich hätte vielleicht ein bisschen das umskillen müssen mit den Dingern. 7 Stacks aufbauen. 5, 6, 7. Voll drauf. Krieg nicht genug Schaden auf den Boss. Full Single Target Skillung. Das ist Angriffsfläche, die ja auf jeden Fall safe. Kriegt kein. Oh klar, die kriegen es ja nicht auf die Reihe, sondern mit dem zweiten. Ging es ja. Okay. Wunderbar, freut mich. Ja. Ist da nicht schlimm. Ich bin eigentlich wegen Luminous hier, das habe ich bekommen. Und. Aber 6,5% Chance of Upgrade ist mir zu wenig. Und das vierte Luminous kriege ich nicht. 2 im PvP geholt, 1 im PvE, das vierte für 1200 Marken. Da komme ich nicht ran. Da habe ich gerade 60 oder so und 1200 Marken sind doch zu viel. Das sind diese Kaperschiff-Quests. Da kriegst du 2, manchmal eine. Keine Ahnung, vielleicht kannst du 10 Marken am Tag holen, aber 1200 ist zu viel. Da gebe ich mir gar keine Mühe. Wenn ich meine 3 Luminous in der Woche hole, ist das okay. Ich habe leider mein Luminous auf Stufe 4, ich habe es auf 5 gehabt. Ich habe gestern einen Fehler gemacht, ich habe es nicht gecheckt, wie das Upgrade-System verläuft, obwohl es logisch ist. Habe 2 gewastet und dann habe ich aber trotzdem mit Chance 12,5 mit einem Klick geupgradet auf 4. Ich habe halt leider wieder nur so ein Steinchen bekommen hier. Ganz wild. Aus der Kiste. Bis gestern konnte man 7 Stück holen, ja. Ja, bitte, kein Problem. Bitte. Wo war? Ein Pioniermarker ist 35 Tokens. Wie meinst du 35 Tokens? Welche Tokens denn? Kann ich die Pioniermarke? Ich habe nur gesehen, dass ich das durch Dailies kriege. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, da ranzukommen? Also die 10 für die Dailies kann man sich auch wohl entschieden. Eine Pioniermarke ist 35 Tokens. Welche Tokens denn genau? Also wenn du eine Quest machst, bekommst du 35, nicht 1. Ach so, das ist dann... Ach du Scheiße, das ist dann wieder so ein Wert, der dann... Oh, wieder vom Größten ins Kleinste, vom Kleinsten ins Größte und dann wieder aus... Okay, ich verstehe. Dass man nicht einfach sagen kann, hier, diese Marken, das kriegst du und das machst. Nee, du musst tauschen, du musst draufdrücken. Okay, genau. No. Also wenn ich... Also kann man... Was kann man denn maximal am Tag bekommen hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oder? 7 kannst du kriegen am Tag. 7. Ich sehe aber nichts hier. Ja, aber ich kann den nicht alleine machen. Ich habe diese noch nie geschafft, weil ich den nicht alleine machen kann. Ich sehe ja gar keine Quest hier mehr mit dem. Also 7 mal 35 bis jetzt. Du schreibst 800? What the fuck? Wie 800? Also wenn es möglich ist, wäre das schon geil. Aber irgendwie, ich finde hier keine mehr. Es gibt 3 Häfen. Hier ist noch eine, hier.
7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19, 20, 22, 22. 22, ja, mein PC ist langsam, ich weiß. Hallo? 22 mal 35, 7 mal 70. Ich kann aber diese Quests nicht alle machen mit den Questbriefen. Das geht ja nicht. Ich kann ja nicht einmal 22 Quests machen. Die haben ja 1 bis 2. Es sind alles Gruppenquests, oder? Gibt es ein Kaperschiff Single? Ich habe schon eins angenommen, da musste ich Elite töten, habe ich nicht geschafft in 2 Minuten. Kommt man noch anders an diese Marken ran, außer dieses Kaperschiff-Gedönse da? Ja, ja, ich habe schon probiert allein, es geht ja nicht. Ich habe die nicht gepackt mit dem Portal. Du musst auf die Insel springen, musst dein Portal aktivieren, dann kommt dein Boss, den musst du innerhalb von ein paar Minuten töten, habe ich nicht geschafft. Selbst zu zweit haben wir es nicht geschafft gehabt. Und dann dachte ich mir, egal, scheiß auf die Kaperschiffe. Ja, musst du da hingehen, musst du runterspringen. Gehst du auf so eine... Den Samen, der muss den Samen entfernen. Gehst du, springst du runter, kommt ein Boss, kommen ganz viele, kommen alle Ads, die auf der Insel sind, und dann musst du innerhalb von 2 Minuten töten. So ein schwarzes Loch war das, wo die Pflanzensamen drin war. Ich hab's erstmal alleine nicht geschafft, dann haben wir es zu zweit gemacht. Auch nicht geschafft. Selbst mit... Mister hat mir geholfen mit seinem Slayer, keine Ahnung. Also wenn ich die Möglichkeit hätte, Axel, würde ich glaube ich machen. Nicht unbedingt jetzt hier beim Stream und alles. Weil der Stream läuft jetzt, läuft stabil seit vielen Tagen. Ich würde es nicht unbedingt machen, aber wenn ich die Möglichkeit hätte, außerhalb des Streams und auch nicht streamen, würde ich es machen, einfach auf Windows 11. Für den Stream ist mir das zu gefährlich. Moin Darkface. 31 Drop im Inventory, endlich hat es bei dir auch geklappt. Geil. Also haben sie es bei dir auch gefixt. Sie fixen uns jetzt mal Tag für Tag das Ganze und dann geht das schon einfach Zeit geben. Genau, es war so eine Pflanze, ja. Also so ein... Entfernt den Samen. Schwarzes Loch. Samen daraus ziehen, Boss und dann 2 Minuten Zeit. Nur am Wichsen den ganzen Tag. Man kennt's. Ich mach das immer nur hier. It goes on. Also, ich würde, also ganz ehrlich, ich würde auf diese Kopfschmerzen lieber verzichten mit dem Kaperschiff und dann habe ich halt ein Luminus weniger in der Woche. Ich würde es halt gerne machen, aber das ist mir zu viel Kopfschmerzerei. Ich will mein Luminus auf Stufe 5 upgraden, aber das ist... Ist mir das doch nicht wert, da habe ich keinen Bock drauf, mit diesem Kaperschiff-Gedönsele. Mach das hier kein mit deinem Slayer. Ich würde das ja gerne upgraden, aber das ist mir zu riskant hier, 6,25. Gestern hatten wir noch 12,5 und das hat geklappt. Ich habe 2 am Anfang versaut, weil ich das nicht gecheckt habe. Mit 12,5 hat es hingehaut, 6,25. Anders wild. Träume nicht. Träume nicht. Oder einfach YOLO. Einfach YOLO. Von 2 der Accounts nehmen wir keine Anfrage an. Kappa. Moin Teufeline, was geht? Woher soll ich die denn nehmen, Wookie? Und gleichstufige? Ich hab Level 4. Ich bin schon die ganze Zeit wach. 2 Stunden habe ich mir Ruhe gegönnt heute. 2 Stunden habe ich mir Ruhe gegönnt. Aber bis ich die auf Stufe 4 bringe, ist schwierig. Einfach verfolgen hier. Einfach hier Stalking. Das fördere ich nicht. Kappa. Ja. 2 Stündchen Ruhe gegönnt in der Nacht. Dann heute schon fleißig. Geduscht, rasiert. Essen gemacht. Heute Abend noch ein Late-Termin. 5:30 muss ich los. Kurz bin ich dann weg und dann komme ich wieder. Ihn töten so schnell wie möglich, bevor er das ansetzt. Einfach voll drauf Damage machen, was nur geht. Bevor er das macht. Dann bist du zu langsam. Der Roboter. Ich bin da auch mehrfach gestorben. Also, wenn du diese Selbstzerstörungsding ansetzt, muss er schon tot sein dann. Oder währenddessen musst du sofort irgendwas machen, dass er stirbt. Weil sonst kickt er dich weg und kommst nie wieder ran. Du kommst nicht mehr ran, ja. Zumindest als Minion. Ich weiß nicht, was das Range ist. Das ist mein Pet. Wir bekommen heute einen guten Tag. GZ, freut mich. Muss man mal fragen, wie habt ihr euren Steam-Account mit dem Kakao verbunden? Musst doch einfach nach dem Client das Steam gestartet haben, mit dem Admin-Fenster mein Kakao-Daten eintragen. Genau, richtig. So habe ich es gemacht. Ja, ja, du kommst nicht mal ran an den. Du musst ihn halt dann... Wenn er diese Scheiß-Fähigkeit macht, dann ist es halt, musst du ihn halt töten. Schneller sein. Ich hatte das Glück, dass ich meine 7 Stacks Aufladung hatte, dann hat er die Fähigkeit angesetzt. Und bevor er mich wegkicken konnte, habe ich es halt geschafft. Aber mal eine andere Frage. Habt ihr gesehen, ich habe jetzt nicht genug Damage gemacht. Natürlich habe ich meine Rota nicht perfekt drauf. Aber was sollte was bin ich hier, Kriegsherr, Objektlevel 396,05 schaffen in diesem Verlies? Ich habe mich schwer getan bei dem Endboss. Ich habe den nicht geschafft. Ich hätte vielleicht noch hier auf Boss gehen können. Ich bin immer noch auf PvP, sage ich euch. Ich hätte auf Boss gehen müssen. Ich habe PvP noch von gestern an. Null. Und PvE hier. Ja, ich komme nicht an mehr Damage. Ich kann nicht mehr Damage machen. Ich baue meine 7 Stacks auf. Mach sogar beim Boss Rüstung zerreißen, 10% mehr Schaden. Mach Hohn drauf. Und das ist Max DPS, Max Output. Geht nicht. Kann nicht mehr Schaden machen. Max DPS Output habe ich genutzt. Ging nicht anders. 7 Stacks, Rüstung zerreißen, Hohn drauf.
Und den Hammer drauf. Mehr geht nicht. Das Max DPS. Mehr buffen kann ich mich nicht. Zumindest mit dem, was ich jetzt hier habe. Es gibt eine Skill, die 100 Mal mehr Schaden macht. Wie 100 Mal? Ist nicht 100 Mal safe, versprochen? Kann ich ihn mit einem halben Hit umbringen? Huden drauf. Dann Erdrausch 3 Skill. Lass mich mal lesen. Also ist für Single-Target oder was? So muss ich hier lesen auf der Seite. Erdrausch 3. Das von Erdrausch ausgelöste Erdbeben hält 5 Sekunden lang und verschwindet nicht mehr, wenn man getroffen wird. Durchbruch 2 Skill, um Energy zu bekommen. Ja, genau, das habe ich ja noch keine Punkte gerade. Ich charge dann immer. Also du meinst Dings da, ja. Ich nutze das, um Mana zu kriegen. Und dann Charge nochmal zu kriegen. Die beiden nutze ich, um Mana zu bekommen. Und halt natürlich mein Drehsprung-Hieb auf Max. Lass mich das mal hier probieren. Das kann ich mir so nicht merken. Oder willst du kurz ein Bild erstellen? Oder soll ich es machen mit deinem Dings da hier. Möchtest du ein Bild erstellen, oder soll ich das machen, mit was du geschrieben hast? Dann wäre es halt einfacher, um abzuschreiben und zu schauen, zu probieren. Der macht mir Damage. Und das macht dann ultra viel Schaden. So, ich benutze den Erdbeben-Skill, der macht mir desto weniger Leben, Damage hochstecken. Aber wieso hat Matze mir... Matze hat 5 Monate gespielt auf der koreanischen Version und hat mir das so gesagt, wie ich es eben spiele. Okay. Stufe 30. Was für Level? Und Item-Level, was hast du da? Also ihr habt alle 2-3 Chars, ne? Alle auf 40 und höher. Sollte ich auch den Char einfach gut sein lassen und den nächsten Char spielen? Ich würde den Char erstmal wissen und kennen und studieren, bevor ich einen anderen Char spiele. Ich traue mich gar nicht ran. Ist das für Boss-Only oder ist das auch gut zum Grinden? Das jetzt hier ist halt meine Grind-Skillung hier. Da. Ich habe halt einfach den Siemens. Ich grinde so. Okay, dann können wir das mal im Grind testen. Und wenn ich den Grind drauf habe, kann man ja dann probieren, das Verlies. Super, danke. Specki, der Allerechte. Ganz ruhig, Fuwa. Ganz ruhig. Lass ihn doch erstmal das erstellen. Entspann dich. Lass ihn doch erstmal gucken. Immer mit der Ruhe hier. Und mit einem Ruck. Nur dieselbe. Okay. Dann glaube ich euch. Geil. Hey, geil, was Neues. Ich freue mich so. Das ist total cool. Dann tust du irgendwelche Skills ändern und dann geht das Spiel wieder ganz anders. Ich freue mich so, ohne Witz. Das ist so geil. Es macht so Spaß. Es macht so Spaß. Tust du selbst ein bisschen lesen, probieren, versuchst das Beste rauszuholen, dann kommt dir jemand, sagt was Besseres und dann ist es noch geiler, das Spiel. Also, awesome. Geil. Freut mich. Mega, gell? Wie geil. Das ist einfach super. Ich habe zwar die meisten Skills gelesen, aber ich habe schon 99% davon vergessen und man gewöhnt sich halt dann eine gewisse Routine an und dann bleibt man erstmal da hängen. Sehr geil. Ich hatte halt gedacht, ich bin irgendwann so wie der eine Koreaner. Hab mir halt ein Beispiel dann genommen, aber irgendwie... Dankeschön. Du Koreaner, ey. Danke dir. Ist nur automatisch kurz löschen im Chat, weil ich hätte dir Berechtigung geben müssen. Kannst normal schreiben, alles gut. 154 kann ich ja easy machen. Ich habe 167. Geht da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr? Oder ist es einfach so okay? Das versuche ich eh auf 7 zu halten. Das versuche ich eh so gut es geht. Schafft zwar nicht immer, aber das versuche ich. Oh, ganz ohne Auto-Hit hier. Das ist ja eigentlich ähnlich wie die PvP-Skillung. Das ist sogar die PvP-Skillung, die ich hatte. Das ist doch die PvP-Skillung. Lol, warte mal, PvP habe ich so. Minus die. PvP-Skillung habe ich so. Das ist... Genau, und ich hatte, anstatt die Kette, hatte ich halt dieses... Ja, hier, das Ding. Je lower HP ist, desto mehr Schaden macht er. Aber geht ja gar nicht, oder? Aber wenn ich mehr Punkte habe... Ja, dann skillen wir das doch mal hier. Erde, dankeschön. So, nennen wir das nochmal. Lass mich den Browser mal hier rüber tun. Hallo? Windows? Windows will nicht mehr ein Shortcut. Hallo? Windows? Jetzt. Wird ein bisschen wild hier. Mein Windows ist schon... Wie lang habe ich denn jetzt laufen, der Rechner? 42 Tage, 12 Stunden, 36 Minuten. Ja, natürlich. Specki, der Echte. Der Beste ist es sein Bild, also... Erde, wem Erde gebührt. Man kennt. Also außerdem war das für mich viel einfacher, Copy-Paste halt irgendwas hinzuschreiben, ne? Ich hab's mir auch einfach gemacht. Achso, das habe ich gar nicht, lol. Okay, puh. Kann man das nicht irgendwo kaufen, das Ding? Abschluss aller Quests in einer Region. In welcher Region? Beim Händler. Irgendwo habe ich das schon mal gesehen. Man kann es kaufen beim Händler und oder einfach die Quest machen. Ja, da muss es doch hier gehen. Wie heißt denn der Händler? So leise machen, Alter, hier. Okay. Aufsitzhändler, Arena, Raufbolde. Ich habe aber keine mehr. Keine Wachstumsdinger mehr. Das ist ja... Ja, nee. Wachstumsquest kriegst du das Epische. Ich brauche nur das Dritte. Händler der Fertigkeitsattribute. Fähigkeits... Der ist aber hier nicht, oder? Doch, hier da. Passt, habe ich. So, wie heißt das Ding überhaupt hier? Erdrausch, oder? Unerfassungsschilder. Hammerrang. Zyklon, Erdspalte. Wie heißt das? Erdrausch, hier. Jetzt machen wir das mal. Ich freue mich. Wenn ich dann schneller grinden kann, beste. Okay, habe ich. Einmal rein damit. Dann haben wir Durchbruch. 2 für Double Charge. Jo. Dann haben wir
Da ist nichts drin. Okay. Dann haben wir Capture. Ist auch nichts drin. Du hast Ho noch gar nicht dabei. Wie hält man sich damit der Skillung? Gar nicht dabei, oder was? Also ich habe das jetzt von dir bekommen. Das ist die Skillung, die du mir erstellt hast. Ist das nicht die richtige Skillung, oder was? Also muss ich noch Punkte vergeben hier. Punkte auf jeden Fall hier rein und hier rein. 154. Genau so hast du mir das geschickt, genau. Dann muss ich nur noch die Skills reintun. Eins habe ich. Das habe ich. Justice habe ich nicht anstelle von dem Last Stand. Muss ich Justice reintun anstelle von Last Stand. Also das ist halt für mich Last Stand wegen wir. Dann habe ich Rush Strike, habe ich R, das hat PvP auch so. Breakthrough habe ich Charge, das habe ich auf 4. Shield habe ich auf 2. Dann habe ich, das Ding ist nicht drin, was habe ich denn da drin? Hab dir 2 freigelassen. Also hast du noch 2 Spells, die ich noch reintun kann, oder was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hip Lock raus und was rein? Frenzy. Ich habe alles drin, was du mir gesagt hast. Okay, dann hast du es einfach hier nicht reingemacht, oder? Kann es sein? Einfach hier nicht reingemacht. Die Kräuter. Wie ich an so viele Dinger gekommen bin, hier einfach diese Steinchen in die Rüstung rein. Da. Die Steinchen in die Rüstung rein. Je pro Punkt bekommst du einen Punkt, Attributspunkt. Je höher pro Level. Level 1 ein Punkt, Level 2 2 Punkte und so weiter. Dann habe ich einen Stein, der gibt 20 Punkte. Habe ich gemacht, Wookie, geht gar nicht. Das kann nur der Leader dann kaufen, oder nicht? Habe ich letztens probiert, das ging halt nicht. Die Tasche konnte nur ich kaufen. Dann habe ich hier 20 Punkte. Dann habe ich hier nochmal Punkte, 15. Also hauptsächlich durch die Steinchen hier, ne? Durch die Steinchen. Ich kann es nochmal probieren. Ich habe das schon... Bist du sicher, dass das geht? Weil wir haben das schon probiert gestern oder vorgestern. Wir haben da so viele Punkte ausgegeben. Mich verwirrt es halt nur, dass du nicht alle Skills da reingemacht hast. Aber warte mal kurz. Forschung. Auf Clan-Dings da. Wir haben gar keine 6000. Okay. Zum Farmen brauchst du noch 12 in Erfassung, um gut zu pullen. Müssen wir mal die Spells jetzt hier tauschen. Schild hier hin. 2. So, okay. 12 in Erfassung. Das ist dieser Draki. Ich kann auch jetzt schon reinmachen. So, also Mana bekomme ich. Mit dem bekomme ich Mana, mit Charge bekomme ich Mana. Stellt 50 Energie wieder her. Hier bin ich halt Last Stand, okay. Da, den haue ich drauf, wenn der Gegner ganz low ist. Das ist Stunnen, das ist Herziehen. Dann würde ich das Ganze hier vielleicht... Also, ist das jetzt richtig hier, Specky? Okay, also muss ich Level 3 und 4 Runen haben. Ich habe leider 3 und... Ja, also je höher, desto besser. Ich habe auch nur ein paar... Ich habe auch nur 3, 4, weil die gehen beim Aufleveln kaputt. Genau, das mit den Stacks habe ich ja bei jeder Skillung. Das mache ich ja, versuche ich ja eh, genau. Das ist ja fast schon gewonnen dann. Nicht zu schnell, damit man wieder neu machen kann. Dann ziehst du zum Rand ziehen 8 Gegner. Also ich habe ganz viele, ich habe halt, wie du siehst hier, ich habe halt ganz viele Level 3 drin. Alles Level 3, nur 3 Level 4, mehr ging nicht. Aber hier die Nebenwaffe halt so viel, ne? Wie Hungerbs halt. Dann ziehst du 8 ran, dann Erdrausch und Smash. Erdrausch, okay. Smash ist das? Was ist denn Smash? Ach so, Berserker Smash. Ja. Dann wieder Energie mit dem. Aber safe, komplett ohne Hund spielen. Nicht 25% Heilung, wenn ich jemand töte. Okay, dann testen wir das doch mal. Hund unnötig. Echt? Und diese 30% Angriffskerntempo auch wurscht? Was will ich bei Bossen mit Hund? Wegen dem Tempo halt. Da, 25% Angriffstempo. Okay. Durch Damage hochhalten klingt geil, fühle ich. Genau, das weiß ich mit Smash. Ja, genau. Ja. Wie meinst du das eigentlich? Stufe 4? Dann üben wir das doch gleich mal. Mal ein paar Jagdquests, oder? Moin, Witz sagt, was geht. WA-Addon war's. Okay, ich probiere mal gleich die Rota. Muss ich mir halt wieder eingewöhnen ein bisschen. Aber ist okay, wenn es dann dadurch krass ist. Und dann machen wir die 3 Jagddinger. Dann haben wir genug zum Üben. So. Also, wenn das wirklich mehr bringt, muss dann dein Ding noch umschreiben wegen dem Zweier hier und dem anderen. Stimmt nicht ganz. Das ist so. Mal gucken, rechte Maustaste. Okay, hier ist ein anderer. Also, 7 Stacks aufbauen. So wie immer. Wie pull ich auf Range? Die holen Erdrausch und Hammer. Dann hier wieder Energie aufbauen. Na gut, das ist so. Aber ohne diesen komischen, ohne diesen Ding hier ist echt krass mit dem Range-Pullen hier. Also, pullen ist halt anders wild so. Wie pullt ihr denn? Ja, schon, aber wenn ich mit diesem flinken Hieb, aber nur wenn die halt auch in Range sind oder so. Wenn ich jetzt hier das mache, ist ja halt die paar in Range, habe ich es dran. Dann die Stacks aufbauen. Mach ich's mal schneller, scheißegal. Mach Erdrausch und mach den Ding. Dann Schildhieb hast du gesagt, Energie aufbauen mit dem. Stacks kann ich jetzt nicht nochmal noch zu schnell gemacht haben. Ach, darf ich mit dem laufen? Kann ich hier hinten machen? 1, 2, 3. Das müsste langsam machen, dass ich erneuern kann wieder. 6, 7, Erdrausch und go. Dann vielleicht hier nochmal Stacks aufrechterhalten. Jetzt habe ich sie verloren. Hab doch Energie gehabt. 2.
Okay, das ist krass so mit dem Ding. 3, 7 sind da, sind erneuert. Dann Erdrausch, dann ist Stunt One. Erdrausch und Stacks erneuern. Hier Energie aufbauen mit dem. Nochmal hier Chargen, vielleicht Energie behalten. Stacks erneuern, muss sich schnell erneuern. Sind erneuert und hier, ich habe vorher noch Erdrauschhalter gemacht. Stacks erneuern, erneuern, Stacks erneuern. Dings da. Oh, ich bin schon noch schwer. Nichts vergessen. Ja, mich nervt der generell Pull mit dem Charm. Es ist einfach nicht so. Ich habe dieses Ding am Anfang gefeiert. Das gefeiert hier. Dieses mit dem Ranziehen. Super Fähigkeit. Irgendwann hat es mich halt genervt, dass das halt nicht so geil funktioniert hat. Aber ist einer der geilsten Fähigkeiten mit dem Ranziehen hier. Aber ich kann währenddessen meine Stacks da nicht aufrechterhalten. Achso, jetzt hat er schon. Was ist mit dem jetzt mit? Mit Leben? Was zum Sterben hier? Also ich bin hier so am Struggeln, Alter. So am Struggeln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gedacht ist. Und wann nutze ich cool überhaupt? Nur für Boss oder was? Also ich habe gar keine Chance hier mit mehreren. So, die kann man nicht ziehen. Die kann man eh nicht pullen, die hier. Die kommen nicht. Das geht eh nicht bei denen. Nee, man kann sie nicht mehr Leisten machen. Das ist ja das Schöne am Spiel. Du musst mit den Leisten zurechtkommen, wie du hast. Begrenzte Ressourcen, recht zu kommen. Bei welchen Fertigkeiten habe ich noch was falsch? Du meinst bei J oder bei K oder wo genau? Kann ich mal kurz dann, wenn ich meine Stacks aufbauen kann. 4. Frage, ein Lagerchar muss erst die Hausquest machen. Ja, ja. Antwort ist einfach ja. 12, ganz links, okay. Habe ich. Meinst du, es war schon, oder was? Einfach so, simpel? Die kann man wieder nicht ziehen, ey. Aber das Pullen ist halt schon... Das Pullen ist wild, sage ich euch. Wenn Edel stehen und noch geht und denken, dann kein Range ist. 7 Schwerter in der Face geballert. Aber nur 7 schwach, finde ich. Hätte mehr erwartet hier. Also wenn ich die Stacks schon vorher aufbaue und dann ranziehe, kann ich sie nicht mehr aufrechterhalten. Lila? Ach, Mann. Moment. Kann ich ja nicht ranziehen. Na doch, geht. Theoretisch ja. Theoretisch ja. Praktisch, wenn ich hier rumlaufe und das Ding hier... Wenn ich jetzt den hier nehme, hier rumlaufe, den suche, den nehme, den warte... Stacks abgelaufen. Weißt du? Also. Aber ich weiß schon, das ist immer Stacks ist immer so eine Sache. Für Bosse mache ich wieder Skill 3 noch ganz rechts. Game finde ich sehr geil, macht eine Menge Spaß und man lernt jeden Tag dazu. Das ist krass. Wir sind auf dem ersten Server, den es da gab, Andromeda. Und natürlich rote Fraktion, beste. Dritten Skill ganz rechts. Hab ich ja eh. Und was hast du dann zum Farmen? Ja, 7 ist Max. Also, das kann ich mir, also das kannst du sonst jemand erzählen. Ja, 7, es geht immer bei 7 hier. Ich hab das immer drin. Für Bosse mach mal noch. Dritten Skill ganz rechts. Genau, ich hab's jetzt auch drin. Also das ist ja richtig. Also super geil, Blue Eyes. Super geil. Kannst nur empfehlen, macht Spaß, kostet doch nichts. Von daher einfach rein da und Spaß haben. Mal schauen, hier. Ich bin hier noch ein bisschen unsicher hier unten, das hohen Teil da. Na gut, ich bin damit heil. Mach mal so den Boss und Stufe 2 sollte klappen. Gut, ich muss da noch ein bisschen schauen, weil ich muss wissen. Wäre zu krass, einen ganzen Transzendenzstein dafür auszugeben. Muss ich noch ein bisschen einspielen, bin noch nicht sicher. Dieses ewige Pullen, Alter, das ist so nervig. Du kommst ja nicht in die Mobs. Du kommst da nicht hin. Was halt mich ein bisschen stört, auch bei den Bosskämpfen, ist mit dem Berserker Smash kannst du nicht moven. Du musst halt einfach stehen bleiben, 2 Sekunden. Und dann in 2 Sekunden passiert halt so viel, dass du auch manchmal tot bist hier. Schießen geht halt nicht, weil du nicht genug Spells hast. Aber du musst die halt dann so nehmen, das ist schon cool. So, ich hab schon mal. Was ist denn das? Da ist ein Hase. Das kann man doch nicht ernst nehmen hier. Das kann man doch nicht ernst nehmen, Leute. Einfach spielen für nichts. Einfach zocken. Grinden. Einfach zocken. Sehen ein bisschen. Und das. Nehmen wir erstmal das Ding speichern. Probieren nochmal kurz, wenn ich das so, wie ich das vor selber hatte. So habe ich es jetzt hier gespeichert. Mache ich gleich mal kurz abpacken. So, das mache ich jetzt hier. Zack. Und ich hatte das. Mein Grinden hatte ich halt so. Abklingzeit. Was nehmen wir wieder für Abklingzeit? Moment. Moment, Moment, Moment. Jetzt hat. Mein Grind hatte ich halt so, ne? Hier so. Da so ein bisschen hauen. Die alle ranholen. Ja, das kann, ist einfach der Kontakt. Ist halt auch so. 7 Stacks aufbauen. Zack, das und weg damit. Und sein muss noch ein paar ranziehen hier. Das ist nicht gescheit Kontakt hier mit der Uhr einfach. Das, wenn ich mich zu sehr bewege mit der Hand hier, ist der Kontakt nicht gescheit. Sorry. Kommt schon wieder. Ich hätte hier spazieren. Hol die so alle. So ein bisschen Dings da. Kann mir das mal eine Stack schon aufbauen. Dann wieder zurück. Stacks sind oben. Das, das und das. Also ich finde, das geht. Zum AOE-Farm schneller, meint ihr nicht? Ja, wegen Gewohnheit halt vielleicht. Es geht. Wenn ich 7 Stacks habe und den Max-Wirbel mache, geht das. Und ich kann mich bewegen, wenn irgendwelche Fähigkeiten auf den Boden kommen. Und ich kann hier pullen, 7 Stacks in der Zeit aufbauen. Hier chargen und wieder pullen noch ein paar. 4 Stacks, 5 Stacks, 6 Stacks, 7 Stacks. Zusammenziehen und das rein. Und let's go. Und down. Und dann zeige ich euch die Skillung, die ich vorher hatte. Die habe ich erst gestern gemacht. Das ist nur Wege gewesen. So, muss ich warten auf Abklingzeit. Ich bin mit der Kette, bist du währenddessen eingeschränkt hier. Das ist mein... Theoretisch hatte ich einfach nur den Ding verändert hier. Hat den Ding rausgenommen. Hab den reingetan. Zack. Zack. Und fertig. Dann kann ich noch nicht angreifen jetzt.
Ja, dann kann ich hier die Stacks aufbauen. Ranziehen, holen da hier und dann. Das ist halt. Ist ja auch okay. Ist ja auch okay. So, hier. Hab noch zwei Sachen anders gehabt, aber ich konnte es nicht skillen, weil mich angegriffen. So habe ich es gemacht, gecharged. Hier die Stacks weiter aufgebaut, wieder oben gelassen, je nachdem. Ich habe mit dem irgendwie viel mehr Movement, finde ich. Freier bin ich halt. So, wie weit die Mobs entfernt sind. Dann Stacks aufgebaut, holen und dann. So. Wieso ist das so langsam? Ich kann hier immer mich bewegen. Ich kann mich frei bewegen, kann pullen. Hier, frei bewegen hier. Kann pullen hier. Kann mich bewegen. Und ich zeige die Stacks aufrechterhalten oder Stacks bauen. Dann mache ich den Dings da, das hier und let's go. Und jetzt kann ich noch chargen hier. Stacks sind immer noch auf 7. Stacks wieder erneuern. Sind immer noch auf 7. Stacks erneuern. Zusammenziehen. Das da und let's go. Ja. Und ich habe halt Movement. Ich habe halt. Kann die ganze Zeit nie irgendwie eine Einschränkung oder so. Da sind da halt keine Mobs hier. Natürlich kann ich sie ranziehen, klar. Aber wenn ich die Kette habe, bin ich halt einfach. Ich mache Hohn, wenn ich sie töte. Weil wenn Hohn aktiv ist, dann habe ich 25% mehr. Mehr Angriffstempo und wenn sie sterben, kriege ich Heilung. Immer Huhn vor dem Töten mache ich. Hier, wo ist das jetzt? Huhn, da. Hier, 10 Sekunden lang. Ja, also, bevor ich sie töte, ich pull ja erstmal 10 Sekunden. Warum soll ich denn Huhn dann machen? Also, soll ich doppelt Huhn machen? Warte mal, du willst, dass ich jetzt hier Huhn mache zum Pullen und dann hier weiter pulle, die Stacks währenddessen aufbaue, weiter pulle, nochmal pulle, dann muss ich auf den nächsten Huhn warten. Muss ich wieder immer noch auf Huhn warten, die Stacks sind, kann ich halt schon aufbauen. Wieder warten, Huhn ist noch nicht ready, Stacks sind jetzt egal. Da. So gehe ich halt einfach so spazieren, mach die Stacks, ein paar. Sind halt so weit weg, die Mobs immer. Egal wie viel Leben ich dann habe, Huhn zusammenziehen und zack, tot. Und dann habe ich 100% Leben auch danach auch. Ich nutze nicht als Spot. Das nutze ich einfach, um mehr Schaden zu machen und mich zu heilen. Hier, jetzt kann ich da hinchargen, wenn ich ready habe. 2 Stacks, 4 Stacks, 5 Stacks, 6 Stacks, 7 Stacks, das da holen und nochmal. Also ich nutze den Spot, um mich zu heilen und um mehr Tempo zu kriegen. Dann habe ich die 7 Stacks plus Tempo auch noch. Also so habe ich das halt gespielt. Ich weiß, dass es vielleicht komplett falsch ist, aber ich sag dir nur, wie ich es gemacht habe. Weil wenn es scheiße ist, ist ja nicht schlimm, dann ändere ich das. Das, was ich hier mache, ist totaler Müll. 6 Stacks, 7 Stacks, zusammenziehen, holen und töten. Fertig. Das war's. Laune macht es mir, wenn es perfekt ist. Aber so ist halt entspannt. So habe ich halt meine Freiheit hier. Weiß nicht. Charge halt hin, baue meine Stacks auf. Mein Hohn ist gleich wieder ready. 4 Stacks, 5 Stacks, egal jetzt. Mach gut, dass ich nicht interrupted werden kann. Mach Segen raus und Energie. Ja, mit dem, wie man Bock macht, ist es eigentlich irgendwann scheißegal, wenn man zu langsam ist. Es macht Bock, wenn es schnell geht. Es macht Bock. Ich probier's ja. Hier hohen, das, Stacks habe ich noch nicht alle, mache ich jetzt schon hoch und dann go, komm, fertig. Dann nutze ich halt ein bisschen Energie, kann ich durch Chargen nutzen. Die kann ich von mir erst zusammen nochmal ziehen. Geht eh nicht. 7 Stacks haben wir gleich, 4 Stacks, 5, 6. Dann mache ich Q, damit ich nicht mehr gestunt werden kann. Erdrausch, hohen und Energie, fertig. Und jetzt möchte ich hier zu Ende skillen. Entweder doppelt ranziehen oder doppelt Charge fühle ich momentan fast mehr beim, obwohl ich keine Punkte habe. Aber wird auf jeden Fall verkürzt oder doppelt ranziehen. Also so finde ich es eigentlich ganz witzig. Mach das, Wookie, mach das. 7 Stacks, ranziehen und Energie. Aber wir haben gesehen, ich mache mit dem zu wenig Schaden beim Boss. Also habt ihr auf jeden Fall recht, dass ich, was ich hier mache, scheiße ist. Das heißt, ich muss mich umgewöhnen. Okay, dann ist das, was ich mache, scheiße. Und ich muss mich umgewöhnen. Das heißt, wir müssen das so spielen, probieren. Aber ihr habt gesehen, ne, was ich halt meine. So hier, man geht spazieren, man tut halt hier ein bisschen pullen, hier pullen, man geht spazieren, tut ein bisschen die Stacks aufbauen, so richtig entspannt. Da, zack, hier, lauf hier rum. Scheiße, ich kann hinchargen, baue die Stacks auf. Kann da von mir aus auch hinchargen hier, genau, je nachdem, wo sie sind. Stacks sind gleich oben, Stacks sind oben. Ranziehen, holen und wenn man es auch cool macht, dass ich nicht gestunt bin. Man kann mich immer jederzeit frei bewegen. Wenn ich dieses E mache, muss ich die Stacks vorher aufbauen, die 6 Sekunden Zeit habe, dann bin ich ja kurz begrenzt. Zack. Geht auch. Habe ich ja Option drin. Add-Rausch, diesmal ohne Hohn, weil ich brauche es jetzt momentan nicht. Und fertig, tot. So habe ich es immer gemacht hier. Variieren noch einige Spells. Also das ist immer nur die 4 Grundspells. Ich möchte auch dieses Springen irgendwann auf Max. Aber ich habe die Punkte noch nicht. Stacks sind 6, 7 jetzt Energie kommen. Also so, dann laden wir nochmal das hier. Aber wenn ihr sagt, dass das schneller geht und mehr Schaden macht, versuche ich das zu lernen. Ich hab Bock, dass ich richtig Spiele spiele. So, wie pulle ich jetzt hier am besten? Ich habe hier Mobs, ich habe da Mobs. Kann man schon mal ein paar Stacks aufbauen. Dann kann ich die hier so holen. 6 das Stack. Das hier, hier ist das gleiche. So, jetzt kann ich das Schild ein bisschen Energie wieder machen. Stack erneuern. Hinchargen von mir aus, dass ich wieder Energie habe. Stack erneuern. Und jetzt muss ich halt dann die vielleicht herholen. Stack muss ich erneuern. Das ranziehen und go. Stack erneuern, weil ich brauche Energie. Sie, ja, verloren, scheiße. Zusammenziehen und hier. Stun den Typen. 7 Stacks und go. Jetzt
kann ich halt hier echt nichts machen auf dem Weg. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Zu meinem wie anders so. Tech kann ich jetzt nicht mehr 9, weil ich E gedrückt habe. Brauche ich halt so auf die Stacks. Tu die kurz dann. Dann bin ich bis 6 und da. Erdrausch und so. So, muss mehr pullen. Mehr. Zu 9 habe ich 7 Sekunden Zeit zu pullen. Stabil erneuert. Erd nochmal Stun. Stacks sind wieder oben. Mehr pullen. Da kann ich jetzt nicht 6 und 9, weil ich das Ding da habe. Das hier und go. Ist das so okay hier? Hast du nochmal? Speck der echte. So ist so gedacht. So ein bisschen, ich probier's. Ich habe halt nur keine Mobs in der Nähe. Aber noch mehr Mobs hier. Kann ich die herziehen? Kann ich nicht ziehen. Kann man gar nicht ziehen. Stacks und neuern jetzt hier. Habe ich ein bisschen Zeit. Pink chargen. Stacks und oben. Ding ist gleich fertig. Jetzt und go. So, ich kann die gar nicht ziehen. So. Und du meinst, mit dem schaffe ich den Boss locker so? Was ich mich halt frage, warum habe ich jetzt mehr Schaden als vorher, wo ich die gleichen Spells benutze? Worin besteht der Schadensoutput? Hier, im Vergleich zu meiner Skillung. Worin besteht der Schadensoutput? Bei mir ist einfach nur anders. Ich habe den Hammer ja hier auch. Ich habe ja eigentlich fast alles gleich. Außer Erdrausch habe ich nicht. Das Erdrausch vielleicht, warte. 5 Sekunden und verschwindet nicht mehr, wenn wir. Okay, das kann ein bisschen mehr AOE sein, okay. Du hast ja gesagt, du könntest vielleicht, dass du uns das zeigst. Vielleicht kann ich es dann nachmachen, wenn du noch Bock hast. Da können wir mal schauen. Bin ich immer interessiert. Wollte nur gerade ein bisschen üben hier. Achso, ich glaube, bist du noch da hier, Speck? Specki? Zum kurz. Ich habe es ein bisschen geübt und vielleicht freue ich mich damit zu rechnen. Aber wenn Wookie sagt, er macht das ja auch so easy. Muss ich nur üben ein bisschen. Mops, am Schluss ranziehen. Ja. 3, zusammenziehen. Scheiße, was ist jetzt Taste 2? Ich muss das mal ändern hier. Q habe ich normalerweise immer für nicht gestunt werden. Vielleicht ist ja wirklich das mit dem Erdbeben, so mit dem Stun-Ding hier. So, hast du das probiert hier? Warte mal, Ding hat es auch getestet, Fuva oder so. Das ist ja glaube ich auch die Skillung. Wieso Penis? Keine Ahnung, weiß nicht, ob man Penis zur Begrüßung sagt. Machst du das draußen? Auf der Straße einfach Penis sagen? Ah ja, du hast noch keine Probleme gehabt. Und du lügst mich jetzt nicht an. Okay, ich finde schon. Das sind halbe Hauptbahnhof hier. Ein Kommen und Gehen ist hier. Halbe Hauptbahnhof hier. Fahrkarten sind die SAP sind, sagst du? Maske habe ich an. Cool. Ach verdammt. Das Kappa ist das Beste, was es gibt. Das ist das Beste an Twitch. Ohne Kappa wäre ich nicht bei Twitch hin. Das ist ein langer Mitarbeiter von Twitch gewesen. War auch schon bei Justin TV. Ich weiß nicht, ob er noch Mitarbeiter ist oder gewesen, keine Ahnung. Der war schon beim Vater-Vor-Firma. Ob ein Mitbegründer oder was auch immer, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall war das ein langer Mitarbeiter, der schon dabei ist. Auch bei Justin TV schon war.